Wenn du weißt, dass Allah dich erschaffen hat, um dich glücklich zu machen, und das ist die Tatsache, dann wirst du ein ruhiges Leben haben und dann wirst du ein zufriedenes Herz besitzen. Und das ist wirklich die Tatsache. Allah hat uns erschaffen, um uns glücklich zu machen. In diesem Leben und im Jenseits. Aber das hängt von uns ab. Deshalb sagte der Prophet Muhammad a.s. Kulla ummati yadkhul al-janna illa man aba. Alle Mitglieder meiner Gemeinde kommen ins Paradies, es sei denn, wenn einer dich will. Das hängt von dir und von mir ab. Und wir wollen alle ins Paradies, oder? Wir wollen alle belohnt werden. In diesem Leben und am jüngsten Tag. Dafür müssen wir das Ziel kennen, warum Allah uns erschaffen hat. Allah hat uns nicht sinnlos erschaffen, sondern für eine heilige Aufgabe. Und durch diese Aufgabe erkennen wir den Sinn des Lebens. Einige Menschen fragen sich, warum gibt es Katastrophen? Warum gibt es Hungerkatastrophen? Warum gibt es Erdbeben? Warum sterben so viele Menschen durch eine Katastrophe zum Beispiel? Die Antwort ist ganz einfach. Ein Autohersteller stellt ein Auto her, damit der Mensch mit dem Auto fährt, oder? Aber warum gibt es Bremse im Auto? Stell dir vor, du kaufst ein Auto ohne Bremse. Was geschieht mit dir und mit mir? Das Auto tötet uns. Ohne Bremse sind wir verloren. Und diese Katastrophen, das sind Bremsen. Allah bremst die Ungerechten auf dieser Erde. Allah bremst die Ungerechtigkeit auf dieser Erde. Und mach dich nachdenklich und erinnert dich und mich an unsere heilige Aufgabe. Welche Aufgabe? Dass wir ihm dienen. Warum gibt es Ungerechtigkeit auf dieser Erde? Viele Leute fragen sich, warum gibt es diese Ungerechtigkeit auf dieser Erde? Warum werden so viele Kinder vergewaltigt? Weil der Mensch ungerecht ist. Weil diese Erde nur ein Prüfungsort ist. Das ist die Schule. Und wir werden jede Sekunde auf dieser Erde geprüft. Und die Gerechtigkeit ist nur am jüngsten Tag. Allah hat uns auf diese Erde eingesetzt, um zu wissen, ob wir die Aufgabe verstanden haben oder nicht. Genauso wie unser Beispiel am Anfang. Dein Vater schickt dich ins Ausland, damit du studierst. Studierst du, nimmst du die Angelegenheit und diese Aufgabe ernsthaft, du wirst zufrieden werden und dein Vater wird mit dir zufrieden werden. Und umgekehrt auch. Warum bestraft uns Allah am jüngsten Tag oder warum gibt es Bestrafung am jüngsten Tag? Viele Leute fragen sich, warum gibt es Hölle und Paradies? Erstmal, wir fangen mit der Hölle an. Nachdem Japan zerstört worden ist, hat der König in Japan 7 Menschen nach Europa und nach Amerika geschickt, um dort zu studieren und wenn sie fertig sind, damit sie zurückkehren und das Land mit aufbauen. Was haben die 7 Menschen gemacht? Sie haben sich in Europa amüsiert und ihr Zeit genossen
und gar nicht mehr studiert. Nach ein paar Jahren sind die nach Japan zurückgekommen. Was hat der König mit denen gemacht? Sie alle sieben geköpft. Warum? Weil sie ihre Aufgabe nicht durchgeführt haben. Weil sie das Ziel verloren haben. Und Allah hat uns auf diese Erde eingesetzt für ein Ziel. Wenn wir das Ziel verlieren, wir werden nicht nur geköpft werden. Wir werden noch eine schlimmere Strafe erleben. Aber wenn wir unser Ziel und den Sinn von unserer Entsendung auf diese Erde verstanden haben und richtig unsere Aufgabe durchgeführt haben, werden wir belohnt werden. Schaut mal, ein König hat Menschen geschickt für eine bestimmte Aufgabe. Diese Menschen waren nachlässig, haben sich amüsiert und haben den Sinn oder das Ziel ihrer Entsendung nicht verstanden. Anstatt hier nach Europa zu kommen, um zu studieren und zurückzukehren, um das Land mit aufzubauen, sie haben sich amüsiert, Spaß gehabt, weder studiert noch irgendwas gemacht und dann kamen sie zurück nach Japan. Und als der König erfahren hat, dass sie zurückgekommen sind, er hat sie geköpft. Wir sind hier auf dieser Erde für eine bestimmte Aufgabe. Und wir sind in Europa für eine bestimmte Aufgabe. Und der König wartet auf uns. Allah wartet auf uns. Und die Rückkehr, unsere Rückkehr kann jede Sekunde passieren. Sobald der Engel des Todes kommt, dann ist deine Reise zu Ende. Dann ist meine Reise zu Ende. Und dann fängt die Abrechnung an. Warum gibt es Leid auf dieser Erde? Warum leiden Menschen auf dieser Erde? Warum verzweifeln so viele Menschen auf dieser Erde? Weil sie den Sinn ihrer Entsendung nicht verstanden haben. Weil sie den Sinn des Lebens nicht verstanden haben. Einige Menschen, wenn sie krank werden, sie fangen an zu jammern, zu meckern. Warum ich? Sie meckern und jammern, weil sie den Sinn des Lebens nicht verstanden haben. Und denkt an das Beispiel mit dem König. Der Sinn und das Ziel ist eine Aufgabe. Wer diese Aufgabe nicht verstanden hat, der kommt niemals zum Ziel. Allah hat für jeden von uns drei Lebensstationen erschaffen. Wir leben jetzt in der ersten Station. Und die erste Station ist die kürzeste Station überhaupt. Wenn das Dach hier runterkommt, dann ist es zu Ende. Die zweite Station ist das Grab. Allahu a'lam, wie lange die Menschen in ihren Gräbern weilen werden. Es gibt Menschen, die seit Adam a.s. in ihren Gräbern belohnt oder bestraft werden, bis heute und weiter bis zum jüngsten Tag. Wann der jüngste Tag kommt, Allahu a'lam. Allah weiß am besten. Das kann bei 100 Milliarden Jahren dauern. Das kann auch morgen der Fall sein. Das ist die mittlere Station. Dann